Spawn! Ladies and Gentlemen, kommt nach Call of Duty, zwar Season 6 2023. Und das ist für mich Anlass genug, euch etwas über Spawn zu erzählen. Ich habe nämlich Spawn seit meiner frühen Jugend verfolgt. Ich habe alle Comics gelesen und es ist einfach ein fantastisches Universum. Weshalb ich mich heute ganz besonders freue, euch die Geschichte von Spawn näher zu bringen. Spawn erscheint 1992 das erste Mal auf der Bühne und zwar durch die Feder von Todd McFarlane. Das Ganze erscheint bei Image Comics, wurde später aufgekauft vom DC Verlag und jetzt nicht durcheinander bringen an dieser Stelle. DC ist der Verein, bei dem wir Superman und Batman finden, wohingegen Marvel der Verein ist, bei dem wir Iron Man, Thor, Captain America, Spider-Man, ich sag jetzt mal die etwas glanzvolleren Helden, wenn man das so sagen kann, Achtung mich nicht schlagen bitte dafür, finden kann. Ja, auf jeden Fall fügt sich Spawn in die Reihe der düsteren Helden ein und ich glaube, sowas Düsteres wie Spawn hat man bis dato definitiv noch nicht gesehen. Hauptfigur ist hierbei Albert L. Simmons, auch kurz L oder L. Simmons genannt, er ist CIA-Agent und erledigt so ein bisschen die Drecksarbeit in dem Verein. Unter anderem gehören da auch Mordaufträge dazu und zwar unter dem direkten Kommando von CIA-Director Jason Wynn. Jason ist nicht nur der kommandierende Offizier von L. Simmons, sondern auch ein Freund, ist aber gleichzeitig angewidert von L. seiner Moral und hat ein bisschen Angst davor, dass L. im Laufe der Zeit einfach viel zu viel Wissen angesammelt hat über die ganzen Aufträge der CIA. Es kommt zu einem krassen Plot-Twist, in dem er einen Kopfgeldjäger anheuert, um L. Simmons auszuschalten, was er als einzige Möglichkeit sieht, um hier wirklich Ruhe reinzubekommen. Während einem gefährlichen Außeneinsatz greift dieser Kopfgeldjäger ein und schaltet L. Simmons komplett aus. L. Simmons stirbt und findet sich in der Hölle wieder. Dadurch, dass er sein Leben als Auftragsmörder und vielleicht nicht ganz so guter Mensch verbracht hat, landet er also in der Hölle und findet den Teufel Malbalgia. Malbalgia bietet ihm einen Deal an und zwar sagt er, pass auf, ich schicke dich zurück zur Erde, um deine Frau einmal wiedersehen zu können. Dafür dienst du mir für alle Ewigkeiten als Diener der Hölle, als sogenannter Hellspawn. In seiner Trauer- und ausweglosen Situation geht L diesen Handel ein und freut sich, seine Frau einmal wiedersehen zu können. Der Teufel aber denkt natürlich einen Schritt weiter und trickst ihn dabei aus, nämlich schickt er ihn zwar auf die Erde zurück, aber er löscht dabei alle seine Erinnerungen. Außerdem ist sein Körper komplett verbrannt, sodass seine Frau ihn gar nicht wiedererkennen könnte. Und schließlich schickt er noch einen Clown-Dämonen mit ihm mit, sozusagen wie ein kleiner Hund, hat er die Aufgabe, Spawn zu beobachten, um sicherzustellen, dass Spawn einfach keinen Unsinn macht und im Sinne des Höllenfeuers handelt. Spawn kehrt also auf die Erde zurück und ist komplett orientierungslos, hat nur die vage Erinnerung, dass er Sal Immons heißt. Mehr weiß er nicht. Aber durch Flashbacks bekommt er langsam seine Erinnerung wieder zurück. Auch der Clown hilft ihm an der einen oder anderen Stelle. Und es beginnt, dass er sich langsam an seine Frau zurückerinnert und an den Deal, den er mit Malbalgia geschlossen hat. L wird klar, dass 5 Jahre vergangen sind, seitdem er gestorben ist. Das heißt, zwischen der Wiederauferstehung und seinem Tod sind 5 Jahre vergangen. Und entsprechend hat sich auf der Erde natürlich sehr viel verändert. Er sucht nach seiner Frau und muss erstmal zu seinem Entsetzen feststellen, dass sie wieder geheiratet hat. Und zwar mit seinem besten Freund Terry, dem Bund der Ehe eingegangen ist. Außerdem haben die beiden eine wunderschöne Tochter bekommen. Natürlich hat er keine Chance, dass seine Frau ihn auch nur einigermaßen wiedererkennt. Und er erfährt außerdem, dass er Kräfte hat. Kräfte, die die Energie aus dem Nekroplasma ziehen. Das heißt, seine Energiequelle ist das Nekroplasma und diese Energiequelle ist endlich. Wenn er also seine Energie zu oft einsetzt und wenn diese Energie erschöpft ist, dann wird er automatisch in die Hölle zurückgesendet. In seiner ganzen Verwirrung ist ihm nur eines klar, in die Hölle zurück will er nicht, also versucht er so wenig wie möglich seine Energie zu benutzen, aber auch hierfür wurde natürlich von der Hölle bereits vorgesorgt. Und zwar gibt es verschiedene Dämonen namens Violator, die extra dafür geschaffen wurden, um Hellspawns zu rekrutieren bzw. schneller zu rekrutieren. Das heißt, diese Violator suchen auf der Erde nach diesen jungen Hellspawns und versuchen sie zu motivieren, ihre Energie zu verschwenden, dass sie eben noch schneller die Armee der Hölle beitreten können, um Teil der Armee zu werden, um die heilige Schlacht zu führen. Und zwar geht es hier um die große Schlacht gegen die Himmelsarmeen. Das heißt, Malbolgia baut momentan eine riesige Armee auf und so Kreaturen wie der Violator sorgen einfach dafür, dass starke Soldaten schneller rekrutiert werden, um eben eine schlagkräftige Armee aufzustellen. Es sei so viel verraten, dass der Violator
den wir bei Spawn kennengelernt haben, nach einiger Zeit ohne Erlaubnis, er darf nämlich normalerweise Spawns nicht angreifen, also ohne Erlaubnis von Malebolgia unseren Spawn angreift und diesen Kampf verliert. Als Strafe wird er in Form eines Clowns wieder auf die Erde geschickt, und zwar mit allen Schwächen, die ein sterbliches Wesen hat. Auf der anderen Seite haben wir das Pendant zur Hölle, und zwar den Himmel. Und zwar ist das so, dass der ganze Aufschrei um Spawn auf der Erde die Kräfte des Himmels weckt, die den Spawn erkennen, und zwar als große Bedrohung erkennen, die natürlich ausgeschaltet werden muss. Der Himmel, der selbst eine Armee von Engeln aufbaut, schickt einen Gesandten auf die Erde, und zwar den Redeemer. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Redeemer. Jedenfalls dieser mit Energie, mit Himmelsenergie vollgepumpte Held soll als Spawnjäger auf der Erde unseren Spawn ausschalten, verliert den Kampf aber ebenfalls. Was zu einer epischen Szene führt, an die ich mich heute noch erinnere, als sei es gestern. Und zwar ist es so, dass wir dann einen Einblick kriegen auf eine orbitale Station im Himmel. Das ist die orbitale Station der Engel, so wird sie genannt. Und hier wird von irgendwelchen himmelsartigen Wesen beschlossen, dass die Soldaten aufgerüstet und mit mehr Kräften versehen werden müssen. Die Niederlage gegen Spawn wird sozusagen als Lektion benutzt, um die Armeen zu verstärken. Aber das Krasse an dieser Stelle ist, dass die Energie, von der diese Armee zehrt, ein ewig brennendes Feuer ist. Und ich bekomme heute noch Gänsehaut, wenn ich an diese Szenen zurückdenke, wie diese Soldaten unter diesem lodernden Feuer leiden, um größere Macht zu bekommen, was ja insgesamt so ein bisschen untypisch ist, wenn man sich das klassische Himmelreich vorstellt. Spawn selbst wird also in dieser Geschichte zu einem Antihelden, der sozusagen als einzelner Kämpfer gegen die Mächte des Böse agiert, wobei wir hier genau aufpassen müssen, wie wir das Böse genau definieren wollen. Die Frage, die man sich jetzt stellt, ist Spawn selbst jetzt aber eigentlich selber gut oder eher böse? Am Ende spiegelt seine tragische Figur das menschliche Leid wider. Immer erst dann zu erkennen, was einem wichtig ist, wenn man es verliert. Spawn muss aber im Gegensatz zu den meisten von uns für diese Erkenntnis erst durch die Hölle, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese Metapher ist ein Leitspruch für die ganze Comicreihe. Wir reden hier übrigens von über 180 Folgen, in der man am Ende überhaupt nicht mehr weiß, wo die Hölle eigentlich aufhört. Das klassische Schwarz- und Weiß-Denken der normalen Heldenreihen vermischt sich hier zu einem großen Grau, und somit ist Spawn ein emotionales, düsteres und vor allem ein grausames Meisterwerk, was jedem zum Nachdenken anregt und deswegen einen ganz besonderen Platz in diesem Genre eingenommen hat. Es ist auch ein Film entstanden, der aber leider sehr schlechte Kritik bekommen hat. Am Ende des Tages gibt es Computerspiele, Filme, Comics, alles mögliche, aber wenn ihr euch in das Thema einlesen möchtet, empfehle ich auf jeden Fall die Comicreihe. Und zwar gibt es da schon zusammenfassende Bände, wo man die ganzen Folgen sozusagen in Kurzfassung immer noch gut erleben kann. Also das ist wahrscheinlich der beste Einstieg in dieses Genre, in diese faszinierende Welt von Spawn, voller Traurigkeit, Melancholie, Grausamkeit und Kritik an der Menschlichkeit. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Serie. Ihr merkt schon, ich bin ein kleiner Fanboy davon. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten sage ich an dieser Stelle hasta luego und hasta la vista. Ciao, 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 ciao.